So Leute, willkommen zurück zu Quantum Break. Ich habe nichts gemacht. Ich kam dort an, als sich der Riss gebildet hatte. Zu spät, alles zu beenden, bevor es jemals begann. Aber nicht zu spät, um Will zu retten. Sie mussten ihn nur rechtzeitig finden. Ja, das war der Plan. HQ, Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, wie die Joyce-Brüder durch den Serverraum auf der unteren Ebene entkommen. Raider Team 3, sofort anfangen. Stellt ein weiteres Team zusammen, das den Kern bergen soll. Okay, wir sind jetzt hier in der Vergangenheit. Abgeschlossen. Ich muss einen anderen Weg hier rausfinden. Wir sind in der Vergangenheit. Wir müssen unseren Bruder retten. Crawler Team, mach die schweren Jungs in der Tiefgarage bereit. Ich erhalte keine Antwort von Raider Team 3. Wir könnten ein Problem haben. Okay. Könnten ein Problem haben. Das Bergungsteam. Der Kerl soll längst an Bord des Hubschraubers sein sollen. Hatch hatte recht. Sie hätten zuerst Liam Burke reinschicken sollen. Der hätte diese Joyce-Arschlöcher erlegt. Waffengebrauch freigegeben! Oh fuck, ist ein Vetter. Will und ich standen im Innenhof, als die Anomalie alles ins Chaos stürzte. In dem Moment musste ich ihn aufhalten. Okay. Innenhof. Wie komme ich dahin? Sie haben nicht versucht, Monarch daran zu hindern, den Kern zu bergen. Die Tatsache, dass sie ihn stahlen, war der einzige Grund, dass ich in die Vergangenheit reisen konnte. Dieser Logik wollte ich nicht im Weg stehen. So, gucken wir mal kurz, wo sind die Updates? Da sind die Updates. 6 Punkte verfügbar. Kaufen wir das. So, wo muss ich jetzt hin? Da muss ich hin. Muss da hinten hoch. Ist noch irgendwas? Nee, ne?
Vormann? Ja, was soll ich denn machen? Gott. Sorry, ich bin so schlecht, Leute. Dankeschön. Nicht rechnen, ne? So ein Rucksack, irgendwo ein Rucksack? Munition, ich brauche nur Munition. Ah, da ist ein Rucksack. Super. Wow. Das war dumm. War gerade so richtig dumm von mir. Da geht auch in Deckung. Bist du dumm oder was? Oh Gott. Alter! Oh Gott, willst du mich verarschen? Geh doch! Der ist doch dumm. Gott, weißt du, man steuert die Leute und die rennen nicht dahin, wo man hin will. Heißt, die Steuerung ist echt scheiße. Möchte ich sagen, die Steuerung ist scheiße. Oh ja, genau, ist natürlich sportlich hier oben wieder, das ist richtig. Thank you.
Ein Vetter. Ein Vetter noch. Ein Vetter. Nachdem Will und ich aus dem Labor nach dem Experiment entkommen waren, schien es, als ob Monarch es noch mit jemand anderem außer uns zu tun hatte. Das war aber auch ich. HQ, Strider Team wurde ausgeschaltet. Es ist Joyce! Raider 9, was soll das heißen? Strider Team wurde ausgeschaltet. Wie viele? Alle! Verfluchte Scheiße, wir haben ihn unterschätzt. Schaltet ihn aus! Um jeden Preis! In your face. War ziemlich knapp. Wir haben Jack Joyce im Aufenthaltsraum der Studenten gesichtet. Meldet vor, das dürfte überhaupt nicht möglich sein. Ich erhalte Meldungen von Schüssen in der Tiefgarage. Seid ihr sicher, dass es Joyce ist? Sichtkontakt bestätigen. Hab nicht zwei von mir erwartet, was? Burke, was zur Hölle tun Sie hier? Ich brauche den Code für das Tor. Die brauchen. Gut, hat er jetzt nicht gesagt, ne? Eine Torsteuerung. Ich kenne den Code nicht. Burke, was zur Hölle tun Sie hier? Code für das Tor. Die brauchen mich. Ich habe keinen blassen Schirm. Geh mir zu. Okay, wie bekomme ich das hoch? Ja. War ich da eben auch? Ich brauche den Code für das Tor. Die brauchen mich auch. Ich habe keinen blassen Schimmer. Geh mir zu Wade. Wade. Ah, okay. Zusammentreiben. Wahrscheinlich, weil ich nicht so eine Bescheid habe. Der Nachbar des Teufels. 665. Okay. Bereiten Sie Ihr Team auf den Kampf vor. 665. Ich bin noch nicht mit dir fertig. Alles klar. Wir haben das Biest an die Stromversorgung angeschlossen. Ich werde mich nie mehr auf Wade verlassen. Gut, wir haben... Da ist er! Ich kann meine Kräfte nicht einsetzen. Jetzt minus, ja? Meine Kräfte einsetzen, da muss ich aufpassen.
Es wird wohl von woanders gestorben. Ich keine Zeit zu vergeuden. Ich muss zu Will. Er wird Kabel. Ja, das ist nicht gut. Die Tür ist noch immer blockiert. Wer es auch ist, er oder sie ist noch hier. Wie zur Hölle hat Schusti's Tracker ausgeschaltet? Er hat ganz offensichtlich Unterstützung. Ich würde sagen, sie sind mindestens zu fünf. Wer schießt da? Mann ausgeschaltet! Mann ausgeschaltet! Was glaubst du? In your face, mein Freund. Okay, ich muss zur Bibliothek. Keine Zeit zu vergeuden, ich muss zu Will. Zu spät. Ich hab den Befehl, die Dächer zu kontrollieren. Da sind aber schon ein paar Männer. Und sie wollen noch mehr haben. Ärger dich mit Serene rum, wenn du mir nicht glaubst. Beth? HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Wir warten Befehle. Ende. Schwing die Hufe, Jack. Verstanden. Wartet mit einem Notrupp auf die Ankunft von Morlock Actual. Alle anderen sollen sich bei den Trockendocks an der Kronon-Gewinnungsanlage sammeln. Wartet dort auf weitere Befehle. Die Bibliothek fliegt in 5 Minuten in die Luft. Wir erhalten keine Antwort von der Scharfschützeneinheit. Untersuche aktuelle Lage auf den Dächern. Bleiben Sie dran. Die gesamte Scharfschützeneinheit ist ausgelöscht. Das hat er nie im Leben ganz alleine geschafft. Wir müssen herausfinden, wer fehlt. Wir haben Mrs. Joyce! Wer ist auf dem Dach? Legacy ist in der Bibliothek. Wir werden beschossen. Ja, dann schaltet euch halt ab nochmal. Wo ist ihr? Ich brauche eine Antwort. Wo ist Joyce? Mann ausgeschaltet! Oh Gott, verdammt.
Hier spricht Monarch Actual. Befehl ignorieren. Ich bin unterwegs. Ich werde mich selbst um Jack kümmern. Ihr habt ihn gehört. Rückzug! Ja. Halte durch, Will. Ich bin fast da. Wir hier hoch. Sorry, dass ich gerade so ein bisschen abwesend bin, aber gerade sehr fesselnd. Ich bin so oft auf den Kopf drauf und da passiert immer nichts. Nicht belastend irgendwie. Echt gut. Die Entfernung, das ist easy. Nähere mich dem Hintereingang der Bibliothek. Oh nein, nein. Ich muss da runter. Ja, deswegen beeilen wir uns jetzt auch. Zum Sprengen bereithalten. Ich gehe rein. Oh, dieser Puff wird ein bisschen länger werden. Will? Schon verschwunden. Lobby, mir läuft die Zeit davon. Verarschen, wo willst du? Auslösen. So habe ich das nie gewollt. Scheiße! Schluss, wir müssen weiter! Jack, du hast mich gerettet. Willkommen zurück. Hey, Will. Ein Geschenk. Die Gegenmaßnahme. Wie? Oh, Jack. Will, komm schon. Na los, Will, los. Monarch hatte sie die ganze Zeit. Funktioniert sie? Du kommst aus der Zukunft. Meinetwegen. Der Riss besteht noch. Ja. Funktioniert sie denn? Theoretisch ja. Wir müssen zu meiner Zeitmaschine. Ich muss uns in die Zeit bringen, aus der du kommst. Nein. Die Zukunft ist unsere einzige Chance. Wir schließen den Riss einfach hier. In dieser Zeit. Jetzt. Nein, Jack, hör mir zu. Der Riss wurde in der Zeit, aus der du kommst, nicht geschlossen. Ihn hier zu schließen, bringt also nichts. Menschen werden sterben, Will. Ich weiß, was zwischen jetzt und dann passiert. Ja, Jack. Was du getan hast, hat eine Kettenreaktion verursacht, die nicht unterbrochen werden kann. Also wir wissen nicht... Und wenn sie das könnte, würde das die ganze Welt aufs Spiel setzen. Wir haben nur eine Chance. Zu viel hängt davon ab, Jack. Ich kenne das Risiko, okay? Dann musst du mir glauben. Alles, was du getan hast, um hierher zu kommen, ist notwendig. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Aber die Zukunft schon. Ja. Wir müssen los. Hier entlang.
Wenn das, was du gesagt hast, wahr ist, wie habe ich dich gerettet? Ich habe dich sterben sehen. Denk nach, Jack. Meinen Tod selbst hast du nicht gesehen, oder? Nein, ich habe gesehen, wie das Dach über dir zusammengebrochen ist. Wodurch mein Tod vorgetäuscht wurde, richtig. Und dann bist du hierher gekommen, um dafür zu sorgen, dass es eine Täuschung bleiben würde. Es ist alles eine große Schleife. Wenn die Zeit ein Ei ist, keine Ei-Metaphern. Wir müssen hier raus. Und zum Bradbury. Oh, runter! Hier drüben! Das ist ein gottverdammtes Blutbad. Ich brauche etwas frische Luft. Die Kleiner sollten sich besser beeilen. Warte, warte, bis sie weg sind. Ich weiß schon, das ist jetzt alles ein bisschen viel. Aber die Tatsache, dass du es geschafft hast, mich zu retten und gleichzeitig die Illusion aufrechterhalten hast, dass ich tot bin, zeigt, dass ich recht habe. Die Vergangenheit bleibt, wie sie ist. Nichts ändert sich. Und das Novikov-Selbstübereinstimmungsprinzip siegt. Oh, toll. Alles klar. Das müssen wir unbedingt irgendwann feiern. Nun gut. Lass uns zuerst die Welt retten. Komm, gehen wir zum Konvoi. So. So sitzt er so komisch, also sitzt die komisch da. Okay, sie sind weg. Gehen wir. Ich bin überrascht, dass du auf mich gewartet hast. Fast so, als würdest du auf mich hören. Als ich das letzte Mal nicht auf dich gehört habe, ist es zu diesem Riss gekommen. Ich bin ab jetzt geneigt, deinen Anweisungen genau zu folgen. Klingt nicht gerade nach meinem Bruder. Ich weiß. Und joggen und so. Ja. Okay, hier entlang. Hey. Wir können nicht riskieren, ihnen zu helfen. Ich weiß, was geschieht, wenn ich es nicht tue. Es wird so oder so geschehen, Jack. Was ich vorhin gesagt habe, meinte ich auch so. Es gibt keine Ausnahmen. Wenn du irrtümlicherweise glaubst, dass du das ändern kannst, was nicht geändert werden kann, bedeutet das womöglich unser Ende. Bitte, Jack, unsere Zukunft hängt davon ab. Du hast gesagt, dass Monarch die Gegenmaßnahme die ganze Zeit hatte. Wie kann das sein? Und warum? Paul hat mit ihr irgendein Überlebensprogramm mit Energie versorgt. Aha, sie müssen sie irgendwie zu einem lokal begrenzt wirksamen Kronon-Feldregulator umfunktioniert haben. Dr. Emeril und Dr. Kim standen beide bei Monarch auf der Gehaltsliste. Jetzt verstehe ich, warum. Wir müssen hier verschwinden, Jack. Man darf uns hier nicht sehen. Ja. Ich war immer der Annahme, dass Beth Wilder die Gegenmaßnahme in Sicherheit gebracht hatte. Sie war es, die mich warnte, die mir sagte, ich soll es bauen. Ich weiß. Du hast sie getroffen. Hilft sie uns? Sie hat. Ah, ich verstehe. Komm schon, hier ist es nicht sicher. Scheiße, pass auf! Will, hey! Da lang, jetzt! Nein. Wenn ein schönes Paar, glaube ich. Liebt sie, glaube ich.
Gut. Das war's dann mit dem Part. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao.